Idyllisch gelegen, mitten im Erzgebirge, befindet sich das Restaurant und Hotel Köhlerhütte in Waschleite. Hier, an einem der schönsten Orte des Mittelgebirges, kann der Ausflugsgast die herrliche und liebliche Landschaft des westlichen Erzgebirges genießen. Wir liegen hier mitten im Wald. Hier gehen Wanderwege los. Wir haben hier in Waschleite einige Sehenswürdigkeiten wie das Schaubergwerk, wie die Heimat AG, einen kleinen Tierpark, wo also heimische Tiere zu Hause sind. Doch nicht nur in der Umgebung des Restaurants und Hotels Köhlerhütte lässt sich das Erzgebirge näher kennenlernen. Auch vor Ort gibt es einmal im Jahr eine echte Attraktion, und zwar dann, wenn der sogenannte Holzkohlemeiler aufgebrochen wird. Anfang Mai war es wieder soweit. Eine Woche schwelt der Meiler, um am Ende das gewünschte Resultat, die Holzkohle, zu erhalten. Seitdem wir hier an der Köhlerhütte sind, haben wir einfach gesagt, eben der Held der sächsischen Prinzenraubgeschichte war Köhler Georg Schmidt. Und ich sage immer, das ist mein Ur, siebenmal Ur, Ahne, was eigentlich nicht stimmt. Aber ich habe einfach gesagt, dieses Handwerk, was ein sehr ehrliches und hartes Handwerk ist, da müssen wir einfach die Tradition pflegen, und das passt hier an die Köhlerhütte und zu dem sächsischen Prinzenraub. Die Gäste freut es. Nicht nur zu solchen Attraktionen lohnt sich daher der Ausflug in den Biergarten der Köhlerhütte. Sie sehen ja die vielen Bäume, die also den Schatten spenden. Das ist also wirklich ein idyllischer Biergarten, wo man in Ruhe sitzt, kein Straßenlärm. Man kann wirklich die Natur genießen, man hört die Vögel hier zwitschern. Dazu dann ein kühles Bier genießen oder eine der kulinarischen Köstlichkeiten des Hauses. Die gibt es natürlich auch im Restaurant des Hotels Köhlerhütte in Waschleite, unter anderem mit dem beliebten Brunch. Zu besonderen Tagen wie Muttertag, Ostern, Frühling oder zum Erntedankfest gibt es bei uns immer einen sogenannten Brunch, wo wir einfach ein Buffet anbieten, wo also wirklich jeder Platz dann auch besetzt ist. Also das ist so begehrt, weil wir dafür eine gute Küche berühmt sind. Die gibt es auch in Verbindung mit echten Highlights im Hotel Köhlerhütte und dem dazugehörigen Biergarten. So können sich die Gäste an Himmelfahrt auf Live-Musik freuen. Zum Kindertag wird es unter anderem einen Wigwam mit Lagerfeuer für die Kleinsten geben. Und zum Pfingsten steht ein erzgebirgisches Programm an.